So, liebe Modellbahnfreunde, jetzt stellen wir Ihnen die Firma Lilliput-Bachmann vor mit den Neuheiten für dieses Jahr 2017. Und Manfred Böbel wird so freundlich sein, uns die Neuheiten zu erläutern und zu erklären. Hallo. Hallo, Herr Buttich, gerne. Erstmal herzlich willkommen am Stand, Sie und Ihr Team. Ich denke, wir fangen einfach mal mit H0 an. Da möchten wir zuerst mal herausheben die BR-42 und BR-52 Dampflokomotiven, Kriegslokomotive, die es schon mal im Programm gab von Lilliput. Wir haben die aber technisch überarbeitet, weil wir wissen, es gab früher ein bisschen Probleme. Das heißt, die hatten komplett neuen Antrieb bekommen, die hatten komplett neue Stromaufnahme bekommen. Und was halt heute so üblich ist, LED-Beleuchtung ist drin. Die haben auch alle das Flackern der Feuerbüchse. Ich glaube, jetzt habe ich alle Features aufgelistet, die neu sind. Die hat entsprechend auch hinten einen Aufnahmeschacht, jetzt normgerecht, was vorher nicht der Fall war. Und ich glaube, dass die Lokomotive jetzt in einem Stadium ist, wo man sagen kann, jawohl, das passt. Wir können auch schon ein erstes Modell zeigen, also aus ersten Formteilen. Das sehen wir gleich. Und ich denke, das war ein wichtiges Feature. Ich denke auch, und die wird auch sicherlich, auch weil sie neu kommt, wieder viele, viele Freunde finden, denke ich mir. Die nächste Neuheit ist die DE 2500 in UMAN-Ausführung. Ja, die wollten wir besonders herausgestellt haben, weil diese Lokomotive gibt es ja schon in zwei anderen Ausführungen, die dieses Jahr ausgeliefert werden. Und die UMAN-Lackierung ist eine sehr, sehr schöne Lackierung, wie ich finde. Silberblau, noch mit verschiedenen Blauverläufen drin. Und die Originallackierung war sehr, sehr schwer umzusetzen im Modell, weil diese Verläufe der einzelnen Linien müssen vorne um die Ecke rum, von der Front zur Seite und umgekehrt. Und da den Anschluss zu finden, ist sehr schwer. Also ist eine echte Herausforderung lackierungstechnisch, und das haben die sehr gut gelöst, finde ich. Also ich denke schon, dass das Bachmann schaffen wird, diese Herausforderung auch zu meistern. Dann gibt es so einen kleinen Klassiker, die BR-614 in Ocean Blue, Blau, Elfenbein, Mint-Türkis, Lichtgrau. Super Worte sind das für einen Moderator, aber okay, ja. Aber auch die Modelle gibt. Ja, die Baureihe 614 ist ja ein Triebzug, der länger schon fällig war, in einer modernen Ausführung, in einer aktuellen Ausführung zu machen. Der erste ist schon ausverkauft. Und jetzt haben wir natürlich auch die anderen Varianten gemacht in den verschiedenen Ausführungen. Die sind ja in zwei verschiedenen Teilen Deutschlands gefahren. Und wir haben es so ausgewählt, dass die Zugzielanzeigen auch so sein werden, dass irgendwo jeder sein Fahrzeug bekommt. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Dann ein sehr interessantes Fahrzeug, Akkuturmtriebwagen. Noch solche Zungenbrecher zum frühen Morgen. Also nochmal, Akkuturmtriebwagen ist ebenfalls im Angebot bzw. auch als Handmuster hier schon zu sehen. Ja, das ist ein Muster aus ersten Formteilen. Da sehen wir ihn schon stehen. Da warten die Fans schon sehr, sehr lange drauf, weil es ein doch sehr spezielles Modell ist. Und wir haben es schon lange im Katalog. Es ging immer irgendwie mal hin und her und her und hin, ob wir es denn nun tatsächlich machen. Aber nun machen wir es, nun sind die ersten Teile da und dieses Jahr kommt. Da werden sich sicherlich schon sehr, sehr viele drauf freuen und auch warten. Die nächste Neuheit ist etwas sehr komisch anmutendes, aussehendes Fahrzeug, aber das gab es tatsächlich, den ÖBB Motorbahnwagen. Ja, man muss sagen, das gab es nicht tatsächlich, sondern das gibt es noch in sehr vielen Varianten. Das fährt überall in Österreich rum. Alle sehen das Ding auf kleinen Rangierbahnen. Und das Interessante ist eben auch, dass wir dieses Fahrzeug nicht nur in H0 haben, sondern eben auch in H0E, weil auch in Schmalspur gibt es dieses Fahrzeug. Und da haben wir drei neue Varianten gemacht. Unter anderem eine, die es in ähnlicher Form schon mal gab, aber jetzt mit anderer Betriebsnummer und ein bisschen anderer Optik. Der hat nämlich Blinklichter auf dem Dach, die also wie in echt eben da auch vor sich hin blinken. Und ich finde, das ist sehr schön, weil da tut sich einfach was dann, wenn der Spielbahner das einsetzt. Und jetzt hat er eben auch noch einen zweiten dazu, sodass man da auch mit zwei verschiedenen Fahrzeugen rangieren kann. Haben wir ja ganz toll die Kurve gekriegt zu H0E, muss ich sagen. Richtig. Dankeschön für diesen Reinschwenker. In H0E gibt es natürlich auch eine ganz außergewöhnliche Lok, die Zillertalbahn-Lok mit Aachensee-Schifffahrt-Werbung. Ja, dazu muss man sagen, diese D15 ist eine von drei Loks, die bei der Zillertalbahn fahren. Und die D15 ist eine, die immer wieder mit Werbung beklebt wird. Und jetzt ganz aktuell, gerade eben frisch und neu, ist sie mit der Aachensee-Schifffahrt-Werbung beklebt worden. Die haben dieses Jahr Jubiläum.
Und wir haben uns dazu entschlossen, nachdem wir auch gefragt wurden, dass wir diese Lok entsprechend auch machen. Wir haben ein Handmuster fertig gekriegt in ganz kurzer Zeit. Das sieht man jetzt gleich auch. Und deswegen können wir die Lok zum Jubiläum ausliefern dieses Jahr. Also ich sehe schon, Lilliput Bachmann überlässt nichts dem Zufall. Es passt halt gerade ganz zufällig zur aktuellen Zeitgeschichte. Okay, dann gibt es aber noch eine andere Lok, die Black Beauty. Ja, das ist die gleiche Lok, die ist bis 2014 mit dieser Beklebung gefahren und die ist in der Bevölkerung recht bestaunt und bewundert worden, weil sie doch recht schön aussieht, ganz in Schwarz, und da hat sie diesen Spitznamen Black Beauty bekommen, war dann auch mit Werbung beklebt, die also Werbung macht für Mountainbike und Sportaktivitäten, und die sieht sehr schön aus und deswegen haben wir die auch gemacht. Ich denke, wird auch ihr Liebhaber finden. Jetzt wechseln wir mal ganz schnell in den Bereich N, die Baureihe 628.4 als Neukonstruktion. Ja, die 628.4 haben wir gemacht, weil die Modellbahner in N die schon sehr, sehr lange wünschen. Also ich weiß, dass seit mindestens 15 Jahren die immer wieder gewünscht wird. Bisher hat es keiner gemacht, weil sie eben der Punkt 2 doch sehr ähnlich sieht. Also da sind ein paar optische Unterschiede, die sind da. Und wir haben gedacht, es wird jetzt einfach Zeit für dieses Fahrzeug, das in ganz moderner Ausführung zu machen. Und wir werden das Fahrzeug technisch so ausstatten, dass es die gleichen Features hat wie auch unser 614er in H0. Das heißt, es wird auch für den Analogbahner, wird die Innenbeleuchtung schaltbar sein, wird auch die Schlussbeleuchtung einerseits abschaltbar sein für Mehrfachtraktion. Und es wird auch möglich sein, dass man die Stromaufnahme des Fahrzeugs entweder von allen Achsen nimmt, was natürlich super Stromaufnahme ist, oder eben nur vom vorderen Teil, sodass dieses Fahrzeug genau wie eine Lokomotive in stromlosen Abschnitten vor Signalen auch stehen bleibt. Das ist immer so das Problem der Analogbahner, die sowas machen, und das Problem haben wir hier gelöst, das gibt es nicht mehr. Ganz toll. Dann gibt es einen Klassiker in Epoche 3, die altbekannte E10. Ja, die E10, die haben wir ja schon, das ist die Vorserien E10, die haben wir ja schon ein paar Varianten gemacht. Jetzt gibt es eben jetzt auch Epoche 3 mit einem dritten Spitzenlicht. Und wir hoffen, dass das jetzt dann auch damit die befriedigt, die dieses dritte Spitzenlicht unbedingt haben wollten. Naja, ich denke schon, da wird es ja auch wieder die Freunde geben, die dann auch diese Lok wieder kaufen werden. Es ist immer ganz toll, wenn die Hersteller, sage ich mal, so ein bisschen auf die Kundenwünsche eingehen. Kann ich auch mir mal was wünschen? Gerne, sagen Sie es einfach. Scheiße, jetzt habe ich mich selber reingeritten, mir fällt gerade nichts ein, aber ich lasse mir noch was einfallen. Okay, dann kommen wir mal zu den Güterwagen. Da gibt es ja auch diese, wie auch gesagt wird, die Brot- und Butter-Güterwagen, die gedeckten Güterwagen in Neukonstruktion. Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, wenn es recht ist. GLMHS, GOS, GBS 245. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, das muss ich einfach sagen, weil die Wagen sind immer wieder umbenannt worden im Laufe der Epochen. Und die sind ja bis in die Epoche 5 hineingefahren. Und deswegen Brot- und Butterwagen, weil es einer der am meisten hergestellten Wagen für die DB überhaupt ist, also gedeckte Güterwagen. Deswegen ist es ein Brot- und Butterwagen, es ist ein Ganzzugwagen, der ist also teilweise in Güterzügen gefahren, wo 40 solche Wagen drin waren am Anfang. Und der ist halt zwischen dem GS-Wagen und zwischen dem GBS. Der eine ist kürzer, der andere ist länger. Aber der ist am meisten hergestellt worden für Güter, die nicht nass werden durften. Er ist in ganz Europa dann gefahren, er ist von Privatbahnen gekauft worden. Insofern gibt es dann auch viele Wagen mit Werbung von irgendwelchen Firmen. Und ich denke, der war in N einfach fällig und deswegen haben wir ihn gemacht. Das glaube ich aber auch. Gleich noch weiter im Güterwagenbereich, die Verschlagwagen, Vieh- und Gemüsetransportwagen sind ja auch solche Klassiker immer wieder. Richtig. Der VLMMS ist ein Wagen, der in einer Stückzahl von, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube 600 Stück hergestellt worden ist, und der war ganz speziell dafür da, dass Vieh damit transportiert wurde, und wenn man kein Vieh transportiert hat, hat man einfach Gemüse mit transportiert, weil er zwei Ebenen hatte innen drin. Und der Wagen ist gemacht worden aus Teilen von älteren Verschlagwagen, die man nicht mehr gebraucht hat, die auch zu klein waren mittlerweile vom Volumen her, und ich denke, das ist ein Wagen, der in Originalausführung einfach fällig war. Fällig war auch der Umbaudienstwagen, der DB ist ja auch so ein Klassiker. Ja, der ist nicht unbedingt ein Klassiker, kann man nicht sagen, sondern das ist schon was ganz Spezielles. Aber er ist eben aus dem Güterwagen umgebaut worden,
nachdem keine entsprechenden Personenwagen mehr zum Umbau für Bahndienstwagen zur Verfügung standen, hat man geschaut, was kann man machen. Und hat dann aus diesem Wagen eine Kleinserie gemacht. Da gab es einen Wohnschlafwagen, einen Werkstattwagen, einen Umkleidewagen, einen Küchenwagen, was weiß ich alles. Und die sehen alle sehr ähnlich aus. Und Bahndienstwagen sind ja doch auch immer gefragt für irgendwelche Baustellen, die man auf der Anlage macht. Und deswegen haben wir gesagt, den Wagen machen wir jetzt einfach mal, den gab es noch nie. Und was besonders dann ist, wir haben Jalousien beiliegen in komplett geschlossener, in halbgeschlossener Ausführung, so dass der Modellbahner einfach auch den in jeder Situation darstellen kann, indem er die einklipst oder nicht einklipst, die Fenster ganz offen hat, halb geschlossen hat oder ganz geschlossen oder gemischt. Und was wir auch gemacht haben, der Wagen hat über dem Einstieg eine riesige Lampe auf beiden Seiten beim Original. Und da haben wir eine LED schon eingesetzt, sodass der Modellbahner, der sich eine Innenbeleuchtung einbauen will oder Außenbeleuchtung, einfach nur die LED anschließen muss und schon geht das. Das ist ja mal clever nachgedacht. Ja, liebe Modellbahnfreunde, wir könnten jetzt sicherlich noch stundenlang hier über die Neuheiten und über Feinheiten der Modelle von Lilliput Bachmann reden. Aber die Zeit ist halt immer wieder zu knapp. Die wichtigsten Neuheiten sind besprochen. Weitere Neuheiten finden Sie natürlich auch auf den Webseiten von Lilliput Bachmann. Da finden Sie ganz, ganz viel. Ich habe es probiert, es ist wirklich unglaublich. Und wer die schönen Stücke kaufen möchte, braucht sich einfach nur noch an Modellbahnshop Lippe wenden, die Webseite anklicken, angucken, kaufen, alles prima. Lieber Manfred Böben, vielen Dank für diese tollen Ausführungen und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Und ich denke, nächstes Jahr auch ein neues. Das hoffe ich doch. Vielen Dank.